Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und jetzt kommen wir zum Wetter. Heute ist es leider etwas neblig und vereinzelt können Schauer auftreten. Bitte nehmen Sie einen Regenschirm mit und eine dicke Jacke. Danke dafür. Und wenn es Spinnen regnet, dann sind Sie leider nicht mal in Deutschland, sondern in Australien. Dann sollten Sie ganz schnell das Land verlassen, denn das ist nicht gut. Nicht gut, das ist nie gut. Ja, und heute reagieren wir auf den nächsten Vorschlag. Endlich mal wieder zu Mario, wieder mal eine Parodie. Freue ich mich drauf. Freut ich mir. Und dann gucken wir einfach mal rein, ne? Würde ich sagen, ne? Es ist der 30. Jahrestag von Super Mario. Was für ein geiler Tag. Wow. Es ist Super Mario, Maker? Milka. Hoho. Das klingt nach einer guten Idee. Also, Super Mario Maker, ne, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Nee, Quatsch, nein, ach Quatsch. Das kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch ein bisschen abreagieren wollt, wenn ihr einfach ein bisschen runterkommen wollt. Dann kann ich euch Super Mario Maker empfehlen. Das macht echt Spaß. Da könnt ihr ein bisschen runterkommen, könnt ihr ein bisschen relaxen. Ihr solltet vielleicht vorher euren Nachbarn Bescheid sagen, dass ihr gerade am Relaxen seid. Oder Bescheid sagen, dass sie nie unbedingt jetzt Polizei rufen sollen. Einfach nur Sicherheitsvorkehrungen. Aber sonst ist schon ganz relaxed so, ne? Ganz entspannt. Kann ich euch empfehlen. Also gerade so nach Arbeit kann ich wirklich so, ne? Also solltet ihr mal wirklich tun. Los geht's! Oh. Hey, pass auf, Idiot! Entschuldigung, Entschuldigung! Hoho, nichts Neues. Bis jetzt. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Aber ey, er kommt immer Was passiert immer hier? beim ersten Mal durch, ne? Was ist das für ein Geräusch? Bin ich der Einzige, der die Dinger übelst geil fand immer? Also alle, die Mario Maker zum Beispiel gezockt haben, da gab es so Level, da konnte man die ganze Zeit nur mit dem Ding fahren. Ich habe damals immer so getan, als ich gerade hier Achterbahn fahre. Weil so traurig ist mein Leben, dass ich super mache. Das dann immer hier so. Es ist ja auch so, ne? Also in der Bahn immer, ey, jetzt geht's hoch und ey, jetzt geht's runter. Die Leute gucken mich auch immer an. Ich verstehe aber nie wieso. Ist halt, ich habe halt an kleine Dinge Spaß, ne? Das haben meine Exen halt auch immer gesagt. Die haben immer so. Ja, wir gucken mal weiter. Was hab ich getan? Oh, das war gar nicht so schwer. Sieht nach einem ziemlich einfachen Spiel aus. Nach dem Ganzen, ich bin's, Super Mario. Hoho, hoho, lalalalalala, No. Das werde ich auch nie verstehen, ne?
Das erinnert mich gerade voll daran. Ich finde das immer so voll geil. Bei Horrorfilmen, ne? Bei, keine Ahnung, ne? Zum Beispiel bei Wrong Turn war das, glaube ich, mein 5. Teil. Übrigens sehr geile Serie, also Filmreihe. Und anstatt ihr einfach so in den Busch oder in den Wald reinrennt, und von mir aus, da bricht man sich vielleicht, wenn man Pech hat, alle Knochen, weil man nichts sieht. Aber warum ist es bei Horrorfilmen immer so, dass man, wenn man verfolgt wird von Auto, immer auf der Straße rennt? Ist genauso wie, was ich immer, die Logik, wir teilen uns auf, weißt du? Es ist so, jo, du gehst dahin, ich geh dahin, was ist der Plan? So, ja, okay, wenn drei sterben, überlebe ich. Die Wahrscheinlichkeit ist ja halt dann noch sehr hoch. Was ich aber auch immer geil finde, wenn der Wald 5000 Kilometer lang ist und breit ist und der Mörder dann einen trotzdem findet. Weißt du, 5 Milliarden Bäume, aber der Mörder findet einen. Ist scheißegal, der kennt den Wald. Der kennt den Wald, der weiß ganz genau, wo die guten Verstecke sind. Finde ich auch immer so. Ja, gut, ich kenn ja auch meine Wohnung. Ich weiß ganz genau hier, wo meine Verstecke sind. Zum Beispiel hier habe ich, was ist das? Ganz hartes Zeug, kann ich euch empfehlen. Das ist, was sind das eigentlich? Monitorreinigungsspray. Steht auch hier oben. Ich habe gerade hier geguckt. Genau. No, 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 no. Das muss doch so wehtun, ey. Danach müsste man noch solche Kopfschmerzen haben. Boah, das sieht übelst falsch aus, ne? Das hat ein bisschen gerade was von 300, ne, wo die Sonne so dunkel wird, ne, und Schilder hoch! Au! Und dann die Pfeile dann kaputt machen. So. Gut, hier aufzulauern. Was? Ja, hey. Ich meine die Linke, ich meine Zelda. Au! Hey! Es würde mir gefallen. Oh. Du bist brutal, ey. Mach ich auch immer bei Fliegenpilze. Weil ich hoffe, dass ich größer werde. Oh nein, ich bin ein Monster. Schlenderman. Junge, versorgte Schlampenmuschi, immer verarscht uns, springst da rum und scheißt wie ein Irrer. Aber jetzt ist unsere Zeit gekommen, Schlampen. Mann, ist das lustig. Ich weiß nicht, wieso ich das lustig finde, wenn Steine reden können. Ich finde das einfach so geil, wenn Steine anfangen mit reden. Ah, schön. Du willst mich doch verarschen. Ich halte diesen Shit nicht länger aus. Hier, du kannst jetzt der Superheld sein. Aber Mario... Nein, fick dich. Fick alle. Was ist das für ein Schein? Mario? Was ist das für ein Schein? So ein Dreck. Mario, komm zurück. Mario. Mario. Das ist Bruderliebe.
Oh-oh. Überraschung, ich bin's. Boah, stellt euch mal ohne Scheiße vor, die Spiele werden so, also man könnte sich aussuchen, wir leben in so einer VR-Welt, ne? Und jeder Mensch könnte sich aussuchen, in welcher Welt er leben möchte, ne? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir, dass das alles hier simuliert ist, ne? Gibt sogar ein Video, also 20%, ne? Dass wir in einer Computersimulation leben. Aber ich habe mir auch manchmal so überlegt, so, ich wüsste gar nicht so, in welche Welt ich dann gehen würde. Keine Ahnung. Und wenn, würde ich eh nur mit Cheats spielen. Der schon besiegbar bin. Jetzt heißt es Game Over für dich. Oh, Sims wäre auch lustig. Heilige Scheiße. Mamma mia, endlich ist es vorbei. Okay, das fand ich wirklich richtig, richtig cool. Das war nicht schlecht. War geil zusammengeschnitten. Coole Synchro-Stimme, mal was ganz anderes. So mal eine sehr ruhige. Fand ich, hat mir gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was wäre, wenn wir irgendwann in so einer Virtual Reality leben würden. Sorry, ich habe irgendwas im Auge. Also nennt man Pupille, ja, aber ich meine, auf der Pupille habe ich irgendwas, ich weiß nicht, was es ist. Welches Spiel oder muss ja nicht unbedingt ein Spiel sein, welchen Film würdet ihr gerne so leben wollen? Obwohl jeden Tag Resident Evil, jeden Tag da auf Dauerschleife, ihr kommt da nie wieder raus, ihr müsst jeden Tag Resident Evil für immer und ewig erleben. Oh, auch scheiße eigentlich, ne? Ich würde sowieso ein Open World Spiel nehmen, so GTA. So, da stirbt man ja nie, man landet dann einfach nur im Krankenhaus, kommt dann wieder. Ist aber auch langweilig. Obwohl so Witcher, Geralt, wäre auch cool. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung, vielleicht in 20, 30 Jahren können wir nochmal darüber reden, ne? Wenn ich schon hier mit dem grauen Bart sitze. Na und für was habt ihr euch entschieden? Meine Jugend, meine Kinderchen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.